Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, in der letzten Folge haben wir uns leider getrennt. Ellie und der Typ, dessen Namen ich ständig vergesse, sind auf der Seite weiter. Und ich habe sein Anhängsel jetzt hier, also sein Bruder. Es ist nämlich nicht sein Sohn, wie ich fälschlicherweise mal behauptet hatte. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Die Waffe haben wir bekommen. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn wir die tatsächlich auch drin haben würden. Können wir die aufladen? Können wir nicht. Da ist auch alles voll. Was ist, wenn ich mal... Dann muss ich nach unten auf Molotow-Cocktail. Okay. Zweimal nach unten, einmal nach rechts. Okay. Oh Gott, ich habe so... Ich habe so Panik, dass ich jetzt so ablose in diesem Teil. Es tut mir leid, wenn ich jetzt sehr, sehr leise sein werde, aber ich muss echt hören. Weil das waren wohl diese schnellen Klicker. Und irgendwas höre ich hier auch, aber ich glaube, das ist nur Wasser oder so. Oh Gott. Ja, das ist Wasser. Liegen aber auch Teile rum. Die nehmen wir direkt schon mal mit. So, das Problem ist, dass es nichts bringt. Oh, die ist voll. Okay. Das Problem ist, dass es nichts bringen wird, das Ganze auszuschalten. Aber das horchen eigentlich auch nichts, wenn das tatsächlich die sind, die ich denke, dass sie es sind. Ich höre irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Junge ist. Boah, da hinten hat sich gerade was bewegt. Da hat sich gerade was bewegt. Du Sau, ich hab dich gesehen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das Problem ist, läuft der jetzt nach links oder bleibt er da? Ich würde den gerne mit einem Fernschuss erledigen. Hallo? Bewegst du dich nochmal? Da kann ich mich reinsetzen, ne? Der ist so nach links rüber gelaufen. Und jetzt habe ich was von rechts gehört. Das ist nicht gut. Jetzt höre ich was von allen Seiten. Ich bin mir gerade nicht so sicher, wo ich jetzt hin soll. Ob ich nach rechts, nach links oder nach geradeaus soll. Ah, du kleine, kleines Mistvieh. Ich hab dich gesehen. Dich auch. Werden die jetzt getriggert? Oh ja, ich glaube, sie werden getriggert. Oh nein, 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 nicht nachladen. Also nachladen schon, aber schneller. Oh fuck. Nein! Och, du sollst nicht schießen, du Idiot! Er sollte eigentlich nicht schießen. Er sollte eigentlich, Oh, das war der Kleine. Ich dachte gerade schon. Er sollte eigentlich nachladen. Aber der von da ist nicht mitgekommen. Na komm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der ist tot. Ich glaube, der liegt da. Oh, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch, ich hasse euch. Ich will vor allen Dingen immer den Boden scannen. Na komm, komm.
Kleine Mistkreatur, wo bist du? Oh, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, von rechts greift mich jetzt nichts an. Der ist schon wieder einer. Hä? Kann man die nicht treffen? Wie war das nochmal? Ich musste... Nee. Ich konnte doch näher ranzoomen, oder nicht? Die kleinen Mistviecher. Ihr miesen... Komm, zeig dich nochmal. Zeig dich, komm. Komm. Der will nicht mehr. Ich habe nur ein bisschen Panik, dass sie gleich loslaufen. So. Ich glaube, ich hoffe, dass ich den Rechten erwischt habe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich meine... Joel, da drüben ist etwas. Willst du mich verarschen? Der ist jetzt da rumgelaufen? Na, nein! Ist das dein Ernst? Dieses Mistvieh lebt immer noch. Komm her. Komm her. Guck noch mal. Dein Ernst jetzt. Dein Ernst jetzt. Nein! Och, ich bin so blöd. Verballere ich jetzt ernsthaft die Munition, ohne dass ich die treffe, oder was? Aber guck noch mal, du Mistvieh. Ey, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Okay, wir tauschen mal eben die Waffe. Also, er hängt noch dahinter und da hinten hängt noch einer. Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, die werden jetzt nicht getriggert, dass die alle kommen hier. Och, das ist der Kleine. Ich dachte gerade schon. Oh! Das, ohne Scheiß jetzt. Das kann doch nicht sein, dass die nicht kommen dann. Also, dass man die nicht kaputt kriegt mit den Schüssen. Immerhin habe ich voll auf den Kopf drauf geschossen. Ich weiß, hier links war noch... Da oben ist noch einer. Ist er oben drauf? Jetzt war er gerade links. Ja, komm her. Du sollst schießen! Joel! Oh Gott! Kleiner! Wie viele sind da noch? Ist das dein Ernst? Ach, da hinten ist er. Ja, aber den muss ich doch jetzt... Jetzt mal ohne Scheiß. Den muss ich doch jetzt von hier aus. Komm. 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 Guck nochmal raus. Okay. Okay.
Man konzentriert sich auf einen und die anderen kommen irgendwie um die Ecke geschossen. Jetzt haben wir da nur noch 5 Schuss von. Das ist nicht gut. Können wir die nochmal aufladen oder haben wir da gar nichts mehr von? Okay. Ups. Die können wir nicht mehr aufladen. Wie viele kommen da noch? Der war gut. Der war sehr gut. Du warst gut. Ne? Wir müssen jetzt weiter. Alles klar? Müssen wir das? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das müssen. Ich meine, gut, er steht jetzt. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob jetzt der Bereich hier safe ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der läuft mal eben durch die Leiche durch, kein Thema. Können wir die Nummer aufladen? Da haben wir nichts für bekommen, ne? Schade. Schade, schade, schade. Gut. Ich hoffe inständig, dass das jetzt wirklich alles war. Normalerweise, wenn die aufstehen und einfach so lustig daherlaufen, heißt das, der Bereich ist gesichert. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Die ist voll. Ich hasse diese Viecher. Bin ich ganz ehrlich. Ist das der auch, der weggekommen ist da hinten? Zumindest sehe ich im Moment jetzt keine Bewegung. Nee, es ist wirklich so. Also, ich glaube, ich hätte sogar lieber, ich will jetzt nichts hervorrufen, muss ich dazu sagen, aber ich glaube, ich hätte sogar lieber einen Bloater dazwischen gehabt, als diese scheiß Viecher hier. Bin ich ganz ehrlich. Okay, gehen wir mal aus dem Weg, Kleiner. Da sind auch noch welche rausgekommen, oder? Nein, jetzt steckt nicht immer die Waffe weg, Joel. Ich habe auch viel gemalt. Das ist schön, dass du viel gemalt hast. Waren wir hier nicht schon mal? Moment. Sieh dir das an. Wie in der Schule. Warum hat es sie erwischt? Tja, wenn ich das wüsste. Wow, das sie haben sowas nicht verdient. Das ist diese Wasseraufbereitung, von der die gesprochen haben, glaube ich, ne? Krass. Okay, da können wir nichts mehr machen. Da geht es nochmal weiter. Da habe ich jetzt gerade irgendwas gehört. Ne, das war von uns, glaube ich, oder? Ich hoffe, dass es nur von uns war. Ich krieg sonst die Krise. Nee, tauschen will ich nicht. Oh mein Gott. Vor allem, dass der dann mal immer locker das Zeug wieder wegsteckt. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir hier in der Zombie-Apokalypse in der Gegend herumlaufen und überall diese Kackviecher rumlaufen, ist... Oh, was habe ich gehört? Ist das Letzte, was ich tun werde, meine Waffe weglegen? Okay, hier mal nichts mehr. Da. Oh, ich wollte dich gerade abknallen, Kleiner. Ich kriege hier einen Herzinfarkt nicht von den Viechern, die rumlaufen, sondern von meinen Begleitern. Das ist doch nicht mehr normal. Oh. Ich dachte, das wäre jetzt wirklich so ein Viech, was jetzt hier gerade reinkam. So, Moment, hier haben wir uns aber ziemlich gut gehalten. Davon brauchen wir jetzt nichts. Ja, nur halt die Waffen, die sind nicht so... Moment, können wir die? Die können wir auch nicht nochmal nachladen, oder? Doch? Ja, perfekt. Okay, aber dafür haben wir jetzt hier auch nichts. Das war jetzt nur das Messer. Ja, okay. So, er steht hier rum. Also denke ich mal, hoffe ich mal, dass hier kein Vieh ist. Ich nenne die nur noch Viecher. Wo müssen wir denn hin? Moment. Nee, L. Nee. Doch links. Aber ich kann nicht drücken. Wieso drückt er den Stick nicht?
Ach, du kannst mich mal. Da oben müssen wir, glaube ich, oder da hinten müssen wir hin, so wie es aussieht. Oh ja, Munition, Munition. Müssen wir da wirklich hin? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann gehe ich hier nochmal erst gucken. Okay, das ist voll. Ich wette, es waren viele hier. Ja. Sieht so aus. Sonst wäre nicht so viel umgewandelt, glaube ich. Okay, einige sind auch hier gestorben, so wie es aussieht. Okay. Was ist das? Da kommen wir nicht hin. Kommen wir da? Kommen wir auch nicht wirklich von der anderen Seite aus hin, ne? Geh mir mal aus dem Weg, Kleiner. Du bist genau wie Ellie. Die muss auch in meinem Weg rumstehen. Okay. Wir sollen da vorne was machen. Hier waren wir ja eben schon mal. Kommen wir die Flasche an? Nee, die Flasche können wir noch nicht mehr nehmen. Gut, wir sollen hier weitergehen. Hier haben wir aber eben noch nicht geguckt. Da ist, glaube ich, noch was zu lesen. Ja. Genau. Nee, was zum Anschauen. Danny ist unsere Beschützer. Okay. Eieiei. Hier waren echt so viele Kindersachen. Babysachen. Du die Leiter runterholen? Vor allen Dingen, ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, Babys, den kann man jetzt auch nicht, ich meine, bei Kindern ist es schon schwer, aber Babys kann man auch nicht sagen, seid mal still, da läuft gerade ein Klicker rum, das ist schon herzergreifend irgendwo. Na schon. Aber werf sie mir nicht auf den Kopf, bitte. Na bitte. Vor allen Dingen finde ich das so geil. Genau wie bei Ellie. Einfach mal so ein Kind nach oben hieven, ne? Bloß nicht vorher auskundschaften, ob da irgendwas ist. Das ist nichts. Okay, nein. Du lässt die Waffe drin, Joel. Was war das denn gerade? Ist das Ellie? Na los. Ich glaube ja. Hallo? Ellie? Da kommt doch bestimmt irgendeine Sequenz jetzt. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank. Wir müssen schnell weiter. Durchgang, da drüben. Sam! Nein, der kann doch nicht laufen. Wartet auf mich! Ellie, geh weg von der Tür! Genau, geh weg von der Tür, wir müssen woanders hin. Mach doch was! Sam! Er ist durchgekrochen! Er ist was? Er ist durchgekrochen, hörst du es nicht? Ich hol uns hier raus! Na dann beeil dich! Okay, lauf! Lauft! Lasst mich nur vor! Alle nach oben! Na los! Lasst mich nur nicht vor, wenn vorne was kommt. Muss ich da rum? Leute, wohin? Wohin, wohin, wohin? Sind wir hier safe? Kommen die hier hoch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da ist noch was. Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Genau, mach schnell! Los, Sam. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon, los! Beeilt euch! Fuck, beeilt euch wirklich! Achtung! Dann mal los. Ah!
Boah, wie viel halten die bitte aus? Geh weg! Ich muss nachladen! Mach doch mal schneller! Wir können raus, wir können raus! Lass mich hier raus! Los, los! Frische Luft! Sind wir da! Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Komm, na los. Okay, Leute, okay. Wir gucken mal eben, ob wir noch was aufladen können, ja? Wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Aha. Ja. Nicht das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Das fasst es ganz gut zusammen, würde ich sagen. Hier ist nicht zufällig irgendwo so ein Firefly-Anhänger drin, oder? Ich gucke ja immer mal wieder. Ich weiß ja nicht, wann die kommen. Das ist das Problem. Aber ich denke mal eher nicht. Ist hier noch irgendwas? Ah, ich wollte gerade sagen, das sieht mir so geil nach Teilen aus hier. Sehr schön. Wir nehmen natürlich alles mit. Joel ist da der Verwerter. Oh, sieht, hey, seht mal mir da nicht so gut aus hier. Tja, was habe ich gesagt? Hä? Mal sehen, wie wir hinkommen. Mhm. Menschen so, oder Zombies? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Ja. Okay. Ich will mich jetzt nicht zu weit von denen entfernen. Wo sind die jetzt hin? Da ist Ellie. Ich wollte gerade sagen, ich weiß schon, warum ich mich nicht zu weit von denen entfernen wollte. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich glaube, die hat ein bisschen mehr Wumms. Sollte da jetzt spontan was kommen. So wie die? Ich kann es mir nicht mal vorstellen. Okay, hier ist nichts. Es tut mir jetzt leid, dass ich wieder so leise bin, aber wenn die Viecher jetzt hier wieder sind, raste ich aus. Deswegen höre ich da immer ein bisschen drauf, ob ich irgendwo was hören kann mit Geräuschen, weil die... Ich glaube, die machen ja so, so ganz kurz. So, wir gucken mal. Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern der Carsons erkennen. Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Er hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns... Der Händler von Resident Evil vielleicht. Er sagt, er sei sicher. Es sei sicher und noch wichtiger versteckt. Leicht zu verteidigen, das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut nur mir, weil ich Kinder habe. Ich glaube nicht, dass wir noch hierbleiben können. Wir können ihm wohl vertrauen. Ich werde morgen allen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen. Kyle. Okay. Na, das war keine gute Idee, oder? Das Angebot anzunehmen? Nee, das denke ich nicht.
Okay. Eine Schreibmaschine. Ich glaube, es ist noch eine... Nee, es ist, glaube ich, schon eine halbautomatische, oder? So ein Ding habe ich früher auch benutzt. Und mir bei der originalen Schreibmaschine regelmäßig die Finger eingeklemmt, muss ich sagen. Aber bei denen danach, da waren ja dann die Tasten nicht mehr so schlimm. Können wir hier nochmal aufladen? Nee, können wir nicht, okay. Da waren die Tasten dann nicht mehr so schlimm. Da habe ich mir die Finger dann nicht mehr eingeklemmt. Okay, hier scheint auch nichts zu sein. Das war eben ziemlich heftig, ha? Oh ja, absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, ich... Meine Freundin, Marlene, wollte, dass er mich zu den Fireflies bringt. Ihr scheint euch gut zu verstehen. Tja, und jetzt... Jetzt kommandiere ich ihn rum. Nicht wahr, Joel? Nicht so wirklich. Und ich glaube, Joel findet das auch nicht so lustig. Okay. Aber gut, er möchte halt eben auch nicht unbedingt... Was heißt unbedingt? Also er möchte halt nicht, dass andere Leute davon Wind kriegen, dass sie in Anführungszeichen die Lösung sein könnte. Ja, dass sie das Heilmittel sozusagen in sich trägt, im Blut. Du hast 120 Zusätze. Ah, Moment. Maximale Gesundheit. Sehr schön. Dann würde ich sagen, mache ich das erstmal. Alles andere kann gerne danach kommen, aber das ist mir jetzt erstmal am wichtigsten. Ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Ich habe gerade irgendwas knurren gehört, meine ich. Aber bei Joel bin ich mir nicht so sicher, weil das kann auch genauso gut sein, dass er da mal wieder so durch die Nase eingeatmet hat. Kann man das nicht nehmen? Ist ständig irgendwas am Blinken auf dem Boden? Da können wir wieder hoch. Wo ist denn dein Bruder? Vater ist es ja nicht. Wo ist denn dein Bruder? Wir müssen zum Funkturm hoch. Ah ne, da war das Badezimmer. Moment, der Funkturm ist in welche Richtung jetzt gewesen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich gehe mal einfach hier runter. Du stehst da so, als würden wir da hin müssen. Was ist denn hier? Ich habe eine Waffe. Wer plündert, wird erschossen. Ich werde tödliche Schüsse abgeben. Tja. Hat ihm aber trotzdem nicht geholfen, so wie es aussieht. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Oh, Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Komisch. Ja, was heißt komisch, ne? Was flattert hier eigentlich immer rum? Man kann es nicht richtig sehen. Ja, wie gesagt, ich habe ja die Einstellungen leider runterstellen müssen, damit wir überhaupt zur Zeit, ich weiß nicht, ob es ewig bleibt, absturzfrei spielen können. Ich darf hier nicht mit meinen üblichen Ultra-Einstellungen überall spielen. Warum auch immer die Texturen da Probleme machen, ich weiß es nicht. Ich höre trotzdem die ganze Zeit irgendwas röcheln. Also das muss Joel sein. Es muss irgendwie so dieses alte Mann-Gehabe sein. Unser Asthmatiker hier. Ist da irgendwas? Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Alle verbarrikadierten sich in den Häusern. Dann gingen die Vorräte zur Neige. Das hat gezeigt, wozu die Leute in der Lage sind. Ja. Ja, die, die mich kennen, wissen ja, dass ich nicht einfach so durchrenne, sondern dass ich mir auch die Dialoge immer wieder gerne anhöre. Moment, die Waffe hatte ich jetzt eben drin, ne?
habe nur ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken. Oh, Hunde! Halt dich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Aha. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Was? Niemals. Joel? Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich doch gerade. Ehrlich? Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Die Hunde machen mal so ein bisschen Sorgen, als ob die mich gleich angreifen werden. Eine Werkbank! Eine Werkbank! Sehr schön. Hey, was haben wir denn? Sehr, sehr geil. Ja, was haben wir denn? Genau. Was schön wäre, wäre ein Polster, ein zusätzliches. Für 75, ja. Egal, ich mach das jetzt, weil ich möchte da endlich vernünftig wechseln können, weil das ist doch sehr, sehr lästig, so wie es jetzt gerade ist. Ah, ist das geil, ist das geil. So, das war schon, Joel. Hat so ein bisschen hin und her rumgemacht, aber mehr hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Dann nehmen wir mal die Pistole, vor allen Dingen die neue Pistole, die jetzt reingekommen ist. Da sollten wir entweder die Kapazität erhöhen. Was können wir denn damit überhaupt machen? Wir haben nicht mehr so viel jetzt, ne? 93. Kapazität ist 20. Nachladetempo 15. Ja gut, dann nehmen wir auf jeden Fall einmal die Kapazität. Weil für die habe ich schon festgestellt, finden wir auch immer mal wieder Munition oder haben es zumindest gerade. Und ich denke, dass die wohl noch wichtig sein wird. Das wird echt teuer. Da ist nur ein Schuss mehr drin. Das ist schon, irgendwie ist das schon ein Witz, aber naja. Nachladegeschwindigkeit auch sehr wichtig bei den Waffen, ist mir mittlerweile klar. Vielleicht nicht bei allen Waffen, weil es gibt ja auch die Pistole, die ist recht schnell, finde ich, so zum Nachladen. So, Rückstoß, Streuung. Erhöht die Streuung der Waffe beim Abfeuern, wäre natürlich auch ganz geil. Wenn da jetzt mehrere sind. Schneller abfeuern wäre sicher auch nicht verkehrt. Wobei ich sagen muss, bei der bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber bei der hier, die braucht ja unheimlich lange. Nachladetempo könnten wir nochmal machen oder Schussfolge. Oder beides könnten wir theoretisch machen. Würde ich sagen, machen wir das doch. Nehmen wir einmal die Schussfolge, also die Feuerrate. Und, ach, die könnte ich sogar nochmal machen. Okay. Und das Nachladetempo erhöhen wir nochmal ein bisschen. Weil die ist wirklich... So. Jetzt haben wir gar nichts mehr, ne? Mit acht können wir nichts mehr anfangen. Sehr schön. Sehr schön, genau. Dann zeig mal, Joel. So, hat er automatisch aufgeladen. Auch sehr schön. Warum steht die jetzt auf der anderen Seite? Das ist nicht so schön. Jetzt muss ich mich hier umgewöhnen, oder was? So, die können wir nicht mehr aufladen. Die können wir nicht mehr aufladen, aber die können wir auf jeden Fall jetzt schnell tauschen. Das ist sehr, sehr geil. Okay. Ja, dann die Hunde. Ich bin mir nicht sicher, was wir da mit den Hunden machen. Ich meine, die spielen so schön miteinander, aber... Man weiß es nicht, ne? Ja. War ich das? Ich denke, ich war das. Aber ich bin mir nicht sicher.
Okay, Teile, wie er das dann so gierig immer alles so zack, 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 alles meins. So, okay, gucken wir oben. Unten waren wir ja, ne? Das haben wir alles. Wir hatten auch nichts, ne, wir hatten auch nichts mehr zum Auffüllen. Aha. Okay. Machen wir gleich. Das Knacken hier überall, das irritiert mich ein bisschen. Bin mir nicht sicher, ob da jetzt nicht irgendwas vom Dachboden gleich runtergesprungen kommt oder so. Deswegen... So, Kara, du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemanden außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald. Dad. Ja, ist schon... Ich meine, wenn man sich so überlegt, ne, man will das Kind oder die Kinder nicht alleine lassen, aber man kann sie jetzt auch schlecht mit nach draußen nehmen, in diese Welt da. Das ist schon, ja... Offenbar ist er nicht zurückgekommen, nehme ich mal an. Höre ich jetzt die ganze Zeit die Hunde oder was höre ich jetzt da? So, ich muss mal eben umschalten. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier aufmache. So. Bist du okay? Mhm. Ja, die verdammte Decke kommt runter. Pass auf. Schick mir einfach mal Ellie hoch, wenn wir schon nicht wissen, was da oben ist, ne? Pass auf. Und Ellie? Sind Zombies da? Hat sie schon erwischt, Ellie? Und was gefunden? Ellie? Ein Notizbuch. Oder so. Dankeschön. Nahkampfwaffen verbessert. Modifikation hält 2 Treffer länger. Sehr schön. Kapitel 6b. Verbesserte Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Gebrauchstechniken. Die Lebensdauer eines Klingenwerkzeugs wird nicht nur durch dessen inhärente Haltbarkeit, sondern zum gleichen Teil auch von den Fähigkeiten des Benutzers bestimmt. Erstens, im Allgemeinen sollte das Werkzeug an der weichsten Stelle des Ziels angesetzt werden. Zum Beispiel sollte eine Spitzhacke auf dem Boden neben einen Felsen gerichtet werden und zum Heraushebeln des Felsens verwendet werden. Ja, klingt ganz clever. Und nicht auf dem Felsen selbst. Zweitens, schwingen Sie die Klinge in einer gleichmäßigen Ebene. Wenn Sie das Ziel schräg treffen, wird die Klinge geschwächt. Drittens, wenn die Klinge festsitzt, üben Sie allmählich Druck in einen Winkel aus, der parallel zur Schnittebene verläuft. Seitlicher Druck kann die Gelenke schwächen oder die Klinge brechen lassen. Ja, cool. Dann wechseln wir nochmal die Waffe, Joel. Und gehen mal zu den Hundchen raus, würde ich sagen. Weil, ich schätze mal, da müssen wir nämlich jetzt rum. Ich weiß halt nur nicht, was passiert. Vielleicht sollte ich auch doch lieber die Schrot nehmen. Ich meine, im Moment sehen sie ja noch ganz nett aus, ne? Aber jetzt laufen sie weg. Okay. Hunis sind weg. Dann nehmen wir mal wieder die Pistole. Können wir da noch rein? Nee, ne? Das ist irgendwie so prädestiniert dafür, dass man mal nachschaut, ob da was ist. Aber
Gerade an solchen Ecken, wo ich dann denke, da könnte jetzt was sein. So ein Firefly-Anhänger oder so, dann ist meistens nichts. Nichts da. Geh mir mal aus dem Weg, Junge. Ich bin doch nur was am Nachgucken. Nein. Tauschen will ich nicht. Ach so, wir kommen hier nicht durch. Deswegen können wir hier hin. Ah. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Komm. Möchtest du irgendwas sagen, wo wir hin sollen? Fireflies waren hier. Ja, sieht ganz so aus. Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei? Ha? Klingt nach einem guten Plan, Mann. Ja. Sie grinst sich da einen ab. Wir kennen einen. Ja, Joel, du kennst einen. Und ich weiß sogar, welcher das ist. Kann man das... Kann man nicht angucken. Hey, Henry. Ja? Was ist mit den anderen? Was meinst du? Na, wenn wir leben, kann es doch jemand anders auch geschafft haben. Ja, Sir. Das kann gut sein. Geht ihr hin? Ich wollte mal gucken, ob wir hier noch weiterkommen. Hm. Ich glaube, da kommen wir auch nicht weiter, oder? Oh, da hinten können wir eventuell noch weiter. Moment. Gucken wir erst hier nochmal. Hat keiner einen Firefly-Anhänger reingelegt oder so? Waren wir hier eben schon drin? Ich glaube nicht, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Oh nein, wir waren definitiv noch nicht hier drin. Okay. Dann gehen wir nochmal kurz durch dieses Haus durch. Also die nachfolgenden Sendungen verspäten sich leider um einige Stunden. Weil die kleine Gameplayerin... Oh, Ellie, erschreck mich nicht so. Nochmal eben ein Haus durchsuchen muss. Aha. Nochmal eben ein Haus durchsuchen muss. Und ja. Es wird heute eine sehr lange Folge. Es tut mir wirklich leid. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen. Und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht weiter dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben, aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu guten fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich. Ja, also dieser Ich scheint dann doch noch überlebt zu haben, so wie es aussieht. Zumindest finden wir überall irgendwelche Hinweise von ihm. Also, mir hat jemand gesagt, man kann es an dem Klicken hören, was die Kombination ist. Wir versuchen es mal. Okay, ich habe jetzt nichts gehört. Ich glaube, ich bin noch irgendwie zu schnell, kann das sein? Kann man das langsamer drehen? Nee, kann ich nicht. Kann das ein Klicken gewesen sein? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Geil! Okay, das Klicken ist tatsächlich nur wahnsinnig, wahnsinnig leise zu hören. Aber wir haben es geschafft. Das ist super. Wieso habe ich das Ding jetzt wieder an? Das ist wirklich super. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das so hinkriege. Ich bin so ein klein wenig stolz auf mich. Da können wir noch hochgehen.
So, da haben wir nichts zu lesen. Das können wir auch nicht mitnehmen. Da haben wir noch ein Comicbuch, so wie es aussieht. Ellie, Savage Starlight. Ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Ja. Buch 2. Aber wir können es Ellie irgendwie nicht geben, ne? Ich weiß das nicht. Der Joel sagt ihr immer Bescheid. Aber geben können wir es ihr nicht. Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Das ist ein Dachgeschoss, aber ganz gut ausgebaut hier. Was ist das denn? 821-36. Keine Ahnung, was das sein könnte. Ja, ist gut, dass wir den Code dann auch noch finden. Aber wir haben es schon geknackt. Gut, Kassettenrekorder sollten wir vielleicht in einer Welt voller Klicker nicht unbedingt mitnehmen. Abgesehen davon, dass natürlich keiner weiß, ob die Kassetten überhaupt noch funktionieren. Lag da jetzt was auf dem Boden? Nee, das war eine... Okay. Es tut mir auch leid, dass ich das jetzt so lange mache. Ich hätte schon längst einen Cut gemacht. Aber das Problem ist, dass ich speichern kann und dann wieder alles von vorne machen muss. Ja. Was denn? Okay. Achso, okay, Sam. Ja, er meinte mich gar nicht. Hier unten war man auch noch nicht. Genau. Ich habe gerade schon... Patronen gesehen? Okay. Nur werfen? Ja. Wusch! Ein Dart am Spielen. Glück! Nein, was nicht? Eines Glück. Ha! Okay, Glück, oh ja. Das war reines Glück, Junge. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden! Ja, okay. Hallo, streitet euch nicht. Wir müssen zusammenhalten, das wisst ihr doch. Waren wir jetzt hier, waren wir doch am Anfang drin, oder? Genau, hier sind wir doch reingekommen. Dann gehen wir auch hier wieder raus. So. Ich bin immer noch auf der Suche nach Firefly-Anhänger, aber ich werde wahrscheinlich nie wieder einen finden. Weil die so blöd versteckt sind. Ich dachte gerade zuerst, ich habe was gesehen, aber das ist so prädestiniert. Oh Mist! Deckung! Wusste es! Scheiß scharf, scheiß scharf! Wo ist das hergekommen? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich abhängen. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Ja, und ich würde sagen, das ist jetzt der perfekte Moment, wo ich mal kurz auf Pause drücken werde. Und wo ich erstmal einen kleinen Cut mache, weil sollte ich rausgehen müssen, eventuell, ich muss mal gucken, gleich wegen der Zeit, dann wird der nämlich auf jeden Fall alles, was wir eingesammelt haben, gespeichert haben. Weil, wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, wir könnten jetzt alles eingesammelt haben, haben keine Filmsequenz. Und könnten theoretisch nochmal alles einsammeln, weil wir das alles nicht mehr haben. Das ist doof, aber das ist so. Deswegen warte ich immer diese Sequenzen ab. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind bei fast 50 Minuten. Deswegen danke fürs Zuschauen und wir sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.